Die BMW-Studie Vision Connected Drive soll zeigen, wie ein Auto zum integralen Bestandteil einer vernetzten Lebenswelt werden könnte. Die persönlichen Bedürfnisse von Fahrer und Beifahrer in Sachen Komfort, Sicherheit und Infotainment stehen im Vordergrund. Alle relevanten Infos lassen sich für den Fahrer in den frei programmierbaren Anzeigen darstellen. Aber auch an den Beifahrer ist gedacht worden. Er kann auf seinem Display Fernsehen oder im Internet surfen, twittern oder Webradio hören. Wem das alles zu viel nach einem Auto aus einem Science-Fiction-Film klingt, der sollte wissen, dass Autos gerade auf jüngere Menschen weniger Faszination ausüben, wie zum Beispiel Smartphones und alles, was auf Neudeutsch Gadgets heißt. Dass für die Studie die Funktion als Gadget im Vordergrund steht, zeigt sich auch dadurch, dass im 25-seitigen Pressetext kein Wort über eine mögliche Motorisierung zu finden ist.